Nee. Wir müssen in die andere Richtung, Alex. Grützli, ist hier echt nichts über uns? Moin. Glaub nicht. Moin, Moin. Apple. So kottenmäßig aus hier, Junge. Hallo. Hallihallöchen. Wohl Brett habe ich gefunden. Hallo. Ihr seid ja mittendrin, Junge. Wir sind Jo, wir sind gerade mittendrin und los. stets dabei. Gerade ein bisschen Du kannst dir kotzen. mal Sachen craften. Wir können jetzt Iron-Sachen craften, Junge. Aber ich glaube, wir Iron. haben nicht genug Kotten für dein Gear. Iron. Use dominating presence. Interact with the Oh, Vincent, servant. der Frostbringer, den können wir machen, oder? Den haben wir schon gemacht. Ach ja, True, then. Das ist der Schnödle. Was hat der Jo, wir sind ein Servant denn für bisschen. einen komischen Namen? Das war random. Aber wirklich random, wir haben den nicht geändert. Und er hat einfach eine Eisenwaffe. Jo, das ist true. Wir Ist er spielen nur ausgerüstet noch als du? Eisenwaffen. Wir hatten den einen Tag. Ist er gerade gegangen, oder? Ich bin abgehauen jetzt. Ich bin raus aus dem Nee. Discord-Call. Nee, wir hatten den einen Tag ziemlich gut reingefarmt. Lief ziemlich gut den einen Tag. Jo. Moin. Oh, der ist ziemlich gut, Alex. 62 ist gut. Naja. Hallo. 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 Auf welchem Server seid ihr? Auf unserem Server. Auf eurem Server. Nee, auf unserem Server. If you know what I mean. Nein. Nee, ist das nicht, Alex. Nur noch die Heals. Du hast doch guten Buff drin. Das ist true. Hier schräg links ist noch Cotton Farm. Jo, da ist auch noch Cotton verfügbar. Garlic Exposure. Ja, können wir nicht ändern. Kann ich den Servant wieder zurückschicken? Du kannst den zurück beordern. Also. Ist da hinten noch mehr Cotton oder ich ist will er ja nicht, nicht? dass er rumwandert und dann random stirbt oder so. Nee, das tut er nicht. Okay. Also bisher jedenfalls nicht. Jo, du. Bisher jedenfalls nicht. Command your servants from the castle throne. Jo, der Thron steht so kurz links vor der Tür. Das ist die, ja, Alex ist ein bisschen im falschen Winkel gestellt. Ihr könnt ihn einfach umwinkeln, wenn es euch wichtig ist. That's true. Jo. Technology Wie viel hast du, unlocked. Alex? The Eye of Twilight. Ich habe fast zwei Stacks, also. Haltest du da oben? Jojo, lass uns raus, dann können wir den Kotten einkotten. Kann ich den für die Quest einfach losschicken und dann sagen, dass er zurückkommen soll? Instant? Keine fucking Ahnung, ich Keine Ahnung. hab da nicht gemacht, die Quest. Haben wir nicht gemacht. Doch, ich glaube, die Quest haben wir gemacht, aber das muss man, glaube ich, nur was anklicken. Nicht sicher. Jo, ich habe als nächstes Contract an Inter-A with Isle of Twilight. Wir sollten wechseln auf EO. Ja, die Quest habe ich halt auch. Dann kommen wir Jo. mal zurück. Ja, Du lol. rennst, Alex. Das stimmt gar nicht. Okay, mein Fehler. Lügen. Also Max, irgendwie liegst du ja noch auf dem Boden. Ich habe glaube ich gerade 5 Minuten gebraucht, um zu realisieren, was unser Server heißt. Na, random Nummern Server halt, ne? Und Sich hast du auch hier das direkt jemand links und rechts neben dem Berg von uns einer hingebaut? Ja. Jo. M. Recht eigentlich. Ich und Alex haben schon drüber gesprochen, ob wir unsere Valuable Sachen nicht irgendwo in einem anderen. Oh, hier ist ein Spiel Level 30 abgesottet, Alex. Rein. Oh, ich bin schon drin. 38. Ja. Ich hatte ja ein bisschen Kotten dabei. Ich komme nicht an den Rahmen wirklich. Was hat denn der für Spell gehabt? Die Ulti hat auf mich gecastet, aber ich habe sie gedodged. Ich komme nicht hinterher. Oh, ich bin runter. Du musst aufladen, Colin, ne? Also du bist ja weiter hinten.
Okay, ich bin halt neben dir. Aber ja, I guess ich bin mit dir. Schon so eine Weile. Aufsatteln. Aufsatteln. Rauf auf den Sattel. Ich habe immer noch mein 67% da Blut. Okay. Hikes, wir haben harte Stacks, ne? Denk dran. Ah, okay. Ich rette euch. Wo ist der Dude? Hast du ihn? Nee, er ist weiter Richtung. Hier ist er. Ich krieg ihn nicht. Ah, Leute von euch müssen aufsatteln auf jeden Fall, ne? Oh shit! Frage ist ja, warum der so viel Schaden macht. Ich will der war wenig halten. Danke, ja, danke. Krieg ich Hilfe oder? Ich revive gerade. Ich bin gerade revived werden. Läuft zu euch zurück, läuft zurück. Hab ihn. Warum hatten wir uns so viel Schaden reingehämmert? Weil wir hart chasen mussten. Okay. Und hat er ja ein bisschen netten Loot? Jo, hat er. Hat er? Jo. Ich kann nicht hier irgendwie. Jetzt geht's. Oh, ich bin out of fucking blood. Holt euch mal ein paar Iron-Waffen, oder? Ja, denke ich auch. Können wir loslegen? Bisschen Eisen. M. Aber wieso hat der uns so viel Schaden gemacht? Weil er alles gewonnen hat. Weil wir halt chasen mussten. Nee, wir hatten Kalix-Decks und was. Ja, das ohnehin. Dann gehen wir einmal unser Kotten einkotten und dann können wir aufbrechen. Colin, du weißt ja, wie man sagt, ne? Was? Na, das weiß ich leider auch nicht. That's okay. Seid ihr ohne Pferde los? Oder waren das einfach die zwei Pferde, die... Nö, wir sind ohne Pferde los. Anti-Pferdespieler. Einer muss ja die Meta breaken. Jo, ja. Wir verlieren die immer, wenn wir irgendwo... Außerdem wollten wir nur zu den Kottenfeldern, das war schon fein. Wir wollten ja gar nicht so weit weg eigentlich, da. Können wir jetzt Kotten verarbeiten zu Cloth oder was? Schon länger, ja. Schon lange. Schon lange. Kotten hilft euch bei den guten Sachen im Leben. Das ist true. Aber die Dorfbewohner haben diese Garlic-Dinger aufgehängt, weil das garstige Leute sind. Und da kriegt man harte Debuffs, wenn man da zu lange rumpimmelt. Das hört sich fies an. Jo, da haben wir gerade harte Debuffs geschluckt. Plated Vanguard Boots. Die jo. Kaputt sind. Jo! Ja, noch, wir haben einen Haufen Leute gekillt. Da muss es halt irgendwo halt ein Haufen Gear rumfliegen. Könnt doch nicht die armen Leute töten, ne? Was ist noch falsch? Ein Tag lief ziemlich gut. Da haben wir ziemlich viele Leute über den Haufen gedrückt. Jetzt hab ich auf 3. Hau! Hat euch das in Albion nicht gereicht? Alex, wann nicht mal zurück? Ja, it's post vein, I guess. Hey, wie soll ich wollte einfach nur auf 3. Oh lol, jetzt habe ich ein Spell mehr. Ja. Ihr könnt euch dann mal die grundlegenden Sachen holen, die da drin sind, irgendwie ein Level drunter, aber should be fine. Jo, da müsst ihr genug Gear rumfliegen, dass ihr euch einfach equipiert. Ja, die Frage ist ja, welches Rüstungsgear Level basically. Das Beste, was da liegt, Mercy einfach. Das halt. Was, die Kotten-Dinger brauchen noch ein bisschen, bis sie genug da sind. Jo. Merciless. Ich habe ein Merciless-Set gefunden. Jo. Haben wir noch mehr Merciless-Sets?
Guck einfach. Weiß ich nicht. Notfalls baut ihr noch welche. Ein paar Fäden müssen noch da sein. Hier ist auf jeden Fall noch eine Merciless-Rüstung drin, Max. Oder hier? In der großen? Nee, in der daneben. Wo ich davor stehe. Riftrollen. Und welches Ringlevel? Mist-Signet? Geht einfach Dusk Watchers, also 12er oder so haben wir, glaube ich, an. Oder haben wir höher? Ne, 12er haben wir. Ich habe auch hier einen 12er gefunden. Ein 12er könnt ihr euch was bauen, was ihr braucht. Grave Dust ist mittlerweile ja auch ein bisschen was da. Habt ihr mittlerweile irgendwas für den Kopf gefunden? Ja, aber nichts, was einen Effekt hat in der Tat. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Alex, ich hab Cotton Seeds gefunden. Cotton was? Seeds! Oh, das ist gut. Ab in den Garten. Hab ich schon, obviously. Dann müssen wir nicht mehr in diesen Garlic-Shit rein. Ja, noch haben wir nicht so viel. Du kannst noch ein paar Sachen bauen, Colin. Ich glaube, wir haben irgendwie 12 von den Cotton-Dingern. Der ein Item noch bauen, wenn du nicht hast. Und dann walken wir einmal los. Wir können ja mal die hohen Dinger tracken, die wir alle noch nicht haben. Tür zu. Jo, machen wir gleich. Ganz kurz einmal hier. Tannery. Wo habt ihr denn die Blümchen hingelegt? Wo habt ihr denn? Was suchst du denn? Ich hab Blümchen gelootet aus unserem Garten, Junge. Jo, dann packt ihr in die Blümchenkiste. Blümchenkiste. Merciless Copper Sword, Junge. Jo, ich sollte probably Chest und Dings hochgehen. Habt ihr geile Umhänge gebaut, die besser sind als der Standardumhang, oder? Ja, wir haben noch so wenig Kottenkram dafür. Okay, dann benutze ich meinen 12er Umhang, I guess. Oder was auch immer der von Level hat. Aber wenn wir dann genug Kottenjahren haben, dann können wir uns auch einen krassen Umhang bauen, Junge. Da gibt es noch Silber- und Sonnenlichtresistenz, Junge. Wo macht man denn, hier. Kotten zu... So, hier direkt beim Eingang. Wollen wir uns mal noch eine Tür hier vorbauen, damit, falls einer reinkommt, wir den einsperren können, den Gang hier vorne? Wir sollten allgemein mal irgendwie überlegen, wie Castles gesieged werden und wie wir bauen wollen und was wir selber machen wollen. Also auf jeden Fall, wenn wir hier und hier zubauen, dann kann halt niemand mehr in die komplette Area rein. Wobei, wir müssen hier auch noch zumachen. Und dann könnten wir ganz entspannt überall hinsamen. Wir müssten dann vor allen Dingen einfach auch mal das Castle neben uns zerstören. Wo ist denn das? Weißt du, wie man reinfliegen kann? Links neben uns auf dem Hügel ist ein gegnerisches Castle. Aber nur so aus Holz. Können wir einfach komplett kaputt machen. Kann man ja einfach reinjumpen und dann mit einem Schlüssel das Castle-Herz übernehmen, oder nicht? Kann man da reinjumpen? Ja, mit dem Pferd nah ranreiten und dann rüberjumpen. Oh, okay. Die Frage ist nur, ob das ganz entspannt dann geht. Also ich meine, ich kann ja einmal alle Klamotten ausziehen, einen Schlüssel craften und reinjumpen, weißt du? Würdest du wahrscheinlich einmal tun. Ja, eigentlich mach mal. Ich hier Kottenjahren hingelegt. Töten wir den einfach hier. Kann ja nicht sein, dass wir Nachbarn ich haben. Ich hab das Rechtliche zurückgelegt gehabt, wir haben keins mehr. Achso, okay. So, wie craftet man denn Schlüssel? Wäre interessant, dann könnten wir einfach mal das kaputt machen da. Einfach mal Leute mobben. wichtig. Crafting. Ich bin auf meinem Solo-Server ein Dude, der gerade angefangen hat und mich eingebaut hat, die Base weggesprengt. Ich sehe hier bei dem Ding keine Sachen zu craften. Copper Castle Key. By accessing a level 2 enemy castle heart, you can spend 1 copper castle key to destroy the castle or spend 3 copper castle keys to seize control of the castle. Dafür braucht man 4 Greater Blood Essence und den Rest. Über. Und den Rest haben wir auch auf jeden Fall. Kannst du einfach nehmen, also dann bau mal. Jo, nimm dir.
In der Blutpresse müssten genug drin liegen. Wollen wir das Ding? Wollen wir das Ding übernehmen oder wollen wir es kaputt machen? Zerstören. Übernimm einfach, oder? Ich will zerstören so. Fürs Übernehmen braucht man halt 3 Stück und fürs Zerstören nur 1. Ich würde halt sagen, wir nuken das Ding. Wir wollen nicht unser Storage direkt neben uns bauen. Okay, ja, von mir aus macht's Schrott. Aber eigentlich ist das ganz cool, dann haben wir mehr Raum. Haben wir eine leere Kiste, wo ich einmal mein Gear reinpacken kann? Wir sind komplett unorganisiert noch, also. Okay, dann würde ich mal eine coole Kiste bauen. Für die coolen. Ich bin auch hier über unsere Castle gebaut, das ist einfach komplett Chaos Madness. Bau keine Kiste, sondern bau einen Bookshelf, der hat mehr Item-Slots. Aber ich würde gerne eine Big Stash bauen. Wie ist das denn? Furnace. Sawmill. So beim Eingang, weißt du, falls wir drauf gehen und regieren müssen, dass wir crazy Gear am Eingang haben. So. Deswegen sag ich ja. Ein Bookshelf? Okay. Ja. Habt ihr schon eine Library? 20 Slots. Wir haben eine Library, ja. Ich glaube, die Big Stash hat die auch 20 Slots. Big Stash hat 21. Ja. Bookshelf hat 28. Und dann können wir eine Wardrobe bauen, die hätte 35 oder dafür brauchen wir Iron, aber Iron im Moment ist erstmal noch. So. Iron haben wir genug eigentlich. Also. Haben wir? Ja, ziemlich sicher. Dann nimm dir Iron, bauen Iron. Iron. Too late to apologize. Late. Was brauche ich nochmal? Ich brauche Stone Bricks, Leather und Greater Blood Essence. Blood Press 4 Stück und Stone Bricks sind vermutlich im Knödel. Jo, warte mal, ich glaube, ich brauche 240. Oh, ihr seid alle Totenköpfe. Jetzt habe ich Angst. Oh, ich brauche Leather. Besser ist es. Okay, Alex, welchen möchtest du tracken? Ich will den höheren tracken. Den frostigen. 1:10. Kann ich mir ja schon mal ein Pferd holen. Wir haben hier Shadow Priestess. Jo, die machen wir gleich, denke ich mal. Dann gucken wir mal. Ich kann nur Shadow Priestess und Frostmar tracken. Okay. Blutaltar. Nikolaus, der Nikolaus. Alexander patrouilliert hier rum. Alexander hilft uns, ey. Wir könnten unsere Servant-Armee tatsächlich aufbauen. Also, wir haben halbwegs Grave, das. Wobei, da kommt man nicht so schnell ran, I guess. Braucht man Grave Dust für die? Ja, ich glaube 6 oder so. Damit du ihn quasi als Kämpfer rekrutieren konntest, nachdem du ihn. Nee, pro Servant-Coffin braucht man doch, glaube ich, 6 Grave Dust, oder? Ach so, ja. Und wir haben, also man kann die halbwegs gut, ja, man 6 Stück, man kann die halbwegs gut farmen, aber. Also das Ding ist ja auch, weißt du, dann haben wir halt auch noch mehr Defense, falls wir AFK sind und Leute unser Castle versuchen zu zerstören und so. Ja, wir sollten mal eine Armee aufbauen, I guess. So, ich hab einen Schlüssel, Junge, jetzt geht's los. Jetzt wird gehüpft. Jetzt sind wir mal gespannt, Junge, ich guck auf jeden Fall mal zu, wie es läuft. Guck auf jeden Fall mal zu. Und dann machen wir halt einfach alles kaputt, Junge, wir sind richtig böse Buben. Hier, Jungs, Siege Golem Stone kann man hier craften, ne? Oh, wie teuer. 200 Stone Bricks, 200 Gem Dust, 16 Sorg Stones und 12 Greater Blood Essence. Das geht sogar. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Wir haben das meiste davon. Nö, kommt auch nicht. Glaub da nicht. Haben die noch einen anderen Eingang? Literally haben wir das meiste davon. Wir können literally Siege Golems craften. Das ist unser Garten. Da wohnen nur die Harten. So, wo ist der andere Aufgang? Haben wir den eingebaut? Juli Crafting Station wäre auch nice, Alex, Jungs. Nee, ja. Ich glaube, der Typ ist safe. Ich glaube, da können wir nicht einfach so hochjumpen.
Aber können wir nicht Explosive? Was passiert, wenn wir eine Sprengladung an seine Wand packen? Ja, 5 Stück brauchst du. 5? 5 für eine Holzfeuer, ja. Requires Explosive, ja. Ja, 5 ist doch okay, oder nicht? 2, also 2x5 brauchen wir basically, ne? Kann man das aber nur zu der Siege Golem Zeit machen, oder kann man das immer machen? Kann man das immer machen? Ich denke, ja, knows? Ich habe keine Ahnung. Wie viel kostet denn so eine Explosive? Meine Explosive, Whetstone, Sulfur, Planks. Boah, wie viel brauchen wir? 4 oder 5? 2x5, also 10 insgesamt. Aber mach mal 5, ich weiß nicht, also die haben ein bisschen einen Radius. Kann sein, dass die dahinter auch mit kaputt geht, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht, aber. Können wir uns nicht leisten. Nicht genug Sulfur? Nicht genug Sulfur. Dabei liegt das überall rum. 36 Sulfur, reicht das nicht? Nee. Hier liegen noch 28 Sulfur rum. In einer Furnace. Ich nehme mir mal alles und. Soll ich mal alle nehmen und damit craften? Jo. Achso, ich habe kein Blut, deswegen krieg ich Schaden. Irgendwo eine Ratte? Ja, hier vorne. Hier. Er kann eh nicht sterben, also man droppt nur auf 0. Auf ein Leben, basically. Achso, man stirbt nicht. Nee, man stirbt nicht, aber man Crazy. Kann dann auch nicht mehr viel machen. Planks with Stone, alles klar. Ein Problem. Gehen wir schon die Sprengung hier beantragen, ey. Nein, nur ein bisschen reinsprengen, aber ist ja auch recht, dass er sich da hinbaut. Aber eigentlich ist das ein ganz netter Schild für uns, weil den kriegen wir jederzeit sowieso weggeklatscht, oder? Ein Holzwall. Ja. Soll ich jetzt Sprengladung bauen? Ja, wegsprengen. Nachher würden die besser und dann können wir nicht kaum noch Planks, ne? Wir sollten mal ein bisschen Holz farmen. Wir sind ja erst seit heute hier, also. Jungs, wir sollten mal Holz farmen und Planks bauen und dann. Haben wir kaum noch Planks? Wir haben kaum noch Planks. 74 okay. Haben wir noch. In der Sawmill. Habe ich kurz reingepackt. Nee, die hatte ich noch im Inventar. Okay. Jo, dann. Man hat ja eigentlich immer ein bisschen Holz dabei, dann kann man die nicht immer da reinschmeißen. Naja, aber kann passieren, dass man es einfach wegwirft. Ja, öfter. Ich leg okay, dann. Okay, wir können 8 Stück craften, theoretisch, dann haben wir keinen Zoll mehr. Dann lass uns einfach ein bisschen Sulfur farmen, dann machen wir auf dem Rückweg das Castle kaputt. Jo. Okay, soll ich das craften lassen? Jo, das dauert craften. Ja bestimmt ein bisschen. Und dann machen wir auf dem Rückweg das Castle kaputt, dann lass uns erstmal die Bosse machen. Gut, ich hab meinen getrackt, Alex. Jo, ich auch. Shadow Priestess, du hast ich hab den Eis, dann machen wir mal. Gibt's noch mehr zu tracken? Nein. Nee, den anderen können wir nicht tracken, aber wir können bestimmt noch welche für euch auf dem Weg machen, wenn wir sie sehen. Cool. Wir sind ja zu 4, das sollte halb schnell gehen. Spielt einer von uns Pestilenz? J. Apple könnte Pestilenz spielen wahrscheinlich, wa? Ja, ich frage nur, weil dann würde ich halt wechseln. Ja, wechsel du mal, weil ich habe ja keine Spells, weißt du? Okay, dann wechsel ich von Pestilenz runter. Genau. Ich habe ja keine Spells, ich spiele Pestilenz und Frostkilter. Ja. Probably. Dann lass uns mal kurz Pferde holen, I guess, und dann. Ich will ja zum Mainstream-Pferde spielen. Ich eigentlich spielen. Ich will eigentlich noch ein Parry spielen. Frage ist, welchen spiele ich am besten, Alex? Ich spiele gerade den Illusional, ich habe echt keine Ahnung, welcher Parry am besten ist. Ich würde gerne einen picken. Ja, man sollte einen Parry picken als Nahkämpfer. Wahrscheinlich der untote Parry ist probably am besten. Ja, der ist eh gut. Okay, Jungs. Alex, musst du auch Richtung Norden? Hat einer von euch eine Sense? Track du zuerst. Was? Wie bitte? Hast du eine Sense? Ist das eine Axt, oder? Ja. Ein Reaper ist das. Axtspieler ist er. Nee, ein Reaper. Reaper. Ach so. Axtspieler. Reaper. Oh lol, meine Items sind alle ziemlich low. Weil wir wahrscheinlich jemanden getötet hatten, der das anhatte. Aber ist das okay, wenn ich diese Low 176? Die dürfen nur nicht rot sein, dann gibt's kein Minus oder so. Aber 176 von 600 nur, ne? Boah, nicht HM-Feeden, I guess. Jo. Ich warte gerade auf. Oh shit! Ist nein. Kann ich bitte Blutschock bekommen? Okay, nur ein Bett. Aber wir müssen gerade noch kurz warten.
Oh, spielst die Doppelsinsen. Dein E wirst du unsichtbar und dann kannst du jemanden quasi stunnen. Aber wenn du ihn hittest. Bist du Fire Alex? Ich wollte mal auf einen rauffliegen. Aber wenn du jemanden hittest, während der in State ist, dann wacht der automatisch auf. Sollen wir dir helfen, Alex? Ich hab den jetzt. Boah, da kommen ja immer mehr Viecher. Tut mir ja helfen, wenn ich schneller. Oh. Nicht töten, ich will ihn ja essen. Ja! Komm her. Ja. Hier gibt's Sulfur. Oh, das ist gut. Boah, Junge, ich brenne. Oh, oh. Brennen ist nicht gut für dich. Das ist korrekt. Wem sagst du das? Knochen, Fische. Danke dir. No problem. Willi? Ah. Wo ist denn mein Mount? Aber ich bin doch mir mein Scheiß. Oh. Ach, whatever, Mann. Wollen wir nicht zu den Bossen gehen? Nee, wollen wir nicht. Wer will sowas heutzutage schon? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wo mein Mount jetzt ist. Oder mein. Jetzt ist Mount. Das sind ja 4 Pferde auf der Map. Ja, danke dir. Jetzt einfach uns hier so ein bisschen Scheiße noch. Ja, von mir aus gerne. So, wo steht mein Pferd? Da steht mein Pferd. Mitten in der Sonne. So. Ab zu den Bossen. Schön im Tageslicht. Oh, es kommt Blutmond. Na. Oder? Cool, das ist ziemlich gut. Jo. Das sieht ganz so aus. Sieht sehr blut- und mondig aus. Hier ist ein Horst vom Spieler. Wollen wir da rein? Ja, das ist dran. Probably da oben drin. Jo. Ein bisschen ganken. Jo, das ist ein Etap, was wir hier tun. Das wisst ihr. Er ist nicht ganz oben. Ja, auch nicht. Dann ist er wohl gar nicht hier. Hat er wohl keine Lust gehabt. Ich weiß, ihr habt hier jemand schon mal rechts, wie heißt der Button? Social gedrückt und dann werden mal in der Nähe Spieler angezeigt, obwohl die gar nicht im Vision sind. Wird so ganz knapp am Rand. Ah, oh, okay. Wir sind so literally in die Richtung. Warte mal kurz, ich guck kurz mal auf die Map. Jo. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen Sulfur. Oh, lol. Hier können wir nicht lang, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Muss man dafür einfach nur den Social Tab aufmachen oder so? Ja, genau. Kann der auch, ja, kann das auch die ganze Zeit auffahren. Gut.
Ah, ich muss mich erstmal noch daran gewöhnen, dass ich jetzt kein Spell, keinen Parry auf der Maus jetzt habe. Okay, also hier ist der Graveyard und der Graveyard ist echt hart. Wir waren ja vorhin, ich und Alex waren hier vorhin und wir wurden da ein bisschen zerruppt. Oh oh. Ja, der Aufgang war hart, I guess. Jedenfalls, als wir da waren. Heißt, wollen wir kurz warten? Ja, wir warten. Ne? Für Schatten? Wir warten auf Apple. Ne, wir sind alle. Ach ne, das ist ein Pferd. Ja. Das ist ein Apple. Apple ist irgendwo verloren. Ja. I'm lost in space. Lost in the Echoes bist du. Ne, ich wurde abgesattelt von einem Mob. Deswegen muss ich erst Agro resetten und mein Pferd wieder heilen. Die High-Level-Mobs, die casten ein bisschen schneller. Ja. Wir haben auch diese Feuersachen, das ist echt crazy manchmal. Echt AIDS. Ein wenig AIDS, muss sein. Da kommt er. Die fallen jetzt auf jeden Fall schneller. Hello, Team! Hello. Hallo. Ja. Scheiß Commander. Stell mal Dings da. Das ist meine Ulti, by the way. Wenn ihr in der Nähe steht, kriegt ihr konstante Schiebe. Das hat sich gut angehört. Zwei Leute stehen in der Barrier oder im Bar. Wobei. Wobei. Ey Gott, deleted. Ich werde auch gerade. Okay. Lass uns einmal resetten, das ist wahrscheinlich schlecht gepult von uns, I guess. Jo. Waren drei Bishops oder vier. Zwei haben wir getötet. Ich werde immer noch gechased, dann esse ich mal ein Reh. Oh Leute, ich one-shotte das, scheiße. Ja, wir müssen aufpassen. Ich muss aber auch was essen. Na, wir sollten irgendwas essen. Aber einer muss auch Colin wiederbeleben, also. Colin liegt da? Ja, ja. Okay, dann müssen wir da. Ich hab mich nach vorne gestellt und den Parry in der Hand gehabt. Bist du? Irgendwo ein Tier oder so zum Puddeln? Ich bräuchte halt auch was zum Essen. Na egal, ich mach erstmal den hier. Dann können wir Colin beleben. I hope so. Auf jeden Fall liegt hier eine Truhe. Ah, ich hab nicht genug Blut. Der patrouilliert. Muss ihn einfach wiederbeleben, oder? Naja, der Boss patrouilliert hier gerade. Ich komme ran. Ganz entspannte Musik hier auf dem Friedhof. Hast du Blut? Alex? Brauchst du denn Blut? Ne, ich hab ein Blut. Ich hab null, also. Okay. Aber. Wird schon. Na, ich guck mal kurz. Wir sollten auf jeden Fall irgendwas essen gehen. Ich such mal irgendwas, was man essen kann. Was zu futtern? Oh, hier hat jemand eine richtig fette Burg. Richtig High Level. Okay, hier gibt's einfach absolut gar nichts zu futtern. Richtig AIDS. Der Osten ist nicht am Boston hier. Hier sind doch bestimmt gleich Patrouillen. Bringen wir einfach eine um. Jo. Ist da ein Reh? Ja. Besser als nicht. Um Gottes Willen. Hier ist ein Reh. Dann habe ich jetzt mein Essen bekommen. Ich brauche auch noch was zu futtern. Nukase gibt's auch noch. Hier gibt's auch noch Sulfur. Scheiße.
Hier gibt's eine Patrouille, die Totenkopf sind. Ach. So. Lass die Patrouille mal lieber Totenkopf sein. Sulfur ist aber eine gute Sache. Dann können wir ja mal einzeln hier mit rauspullen, I guess. Bisschen vorsichtig. Ah, hier ist der fette Commander. Undead Commander. Oh, der Undead Commander ist hart das Problem. Oh ja, der ist so stark, ey. Aber wartet ruhig auf mich, bevor ihr den macht. Jo, ich war am gucken. Er sieht insane stark aus. Hält ziemlich viel aus. Wir haben zu viert den Knödler. Wir hatten den auf Hälfte HP runter, aber wir haben, glaube ich, auch alles gepult, was ging, oder? Ja, es geht, die kommen ja dazu. Das ist schon tricky, I guess. So, keine Lust, da wechseln. Oh! Der chased ultra weit, ne? Ah! Oh. Alex, wollen wir ihn hier fighten? Ja, von mir aus. Let's go. Oh, ich habe jetzt kein Damage Negation mehr. Ich hab den Commander hier bei mir. Ja, aber alleine ist der leichter. Also wenn er keine Companions hat. Ja, keine Freunde. So. Oh, ein Puch. Kann man ihn nicht aushauen? Der ist nicht der Boss. Das ist auch nicht kein Untoter. Das ist ein Untoter. Nicht der Boss, sagt er. Nee, das ist nur ein Minion. Starkes Minion. Jo, das ist true. Hier sind noch zwei Skeleton Bishops. Wenn ihr gleich Korn hier kommen seid, dann lassen wir die weg. The General Soul Reaper habe ich gerade bekommen. Aber das hast du ja auch verdient gehabt. Jo, das ist ein Sunflower Seed. Sonnenblumenöl, sagst du? Habt ihr eigentlich die Truhe da unten gelootet? Und die hatte ich gelootet, oder? Die hast du, glaube ich, gelootet. Ja. Ja. Das sind tatsächlich Pferde von Menschen. Jo, das ist true. Menschenpferde, das sind die schlimmsten. Okay zu sein. Mir schenkt der gerade ganz hart ganz schön rein. Ja. Leandra, die Güte. Mein Grave Dust. Gute Loot hier für Grave Dust. Oh,
Jetzt beschwöre ich mein eigenes Skelett, Bitch. Ich liebe ja diesen Spell. Ja. Oliene. Oh, ich seh nicht. Ja. Ich bin. Ah ja, wir sind alle auf schwarzen Scheiben. Ich hab schon Ulti. Ja. Ja. Oh lol. Oh, oh. Oh Gott. Danger. Shadow Priest, nice, Alter. Nice. Oh lol. Group mal für meine die Ulti gedoscht. Group mal alle, Alex. Alex, ich denke, wenn wir. Bei mir auch hier. Ich denke, Alex, wenn wir Waffen fighten sollen, solltest du wahrscheinlich auch meine Ulti kriegen. Ja, ist besser. Das ist ja einfach durch Survival hier. Ja, ist aber crazy. Ist aber nicht so lang. Ja, ja. Ich bin tot. Hier? Alex, ich hab für Apple geblockt. Ja. Wie low ist sie? So recht low. Okay. Sehr, sehr low. Okay, ist down. Wo liegst du? Aber ich musste einen Heal-Tank trinken, aber ist fein, denke ich. Ja, ich musste auch trinken. Leandra, die Gute. Was kriegen wir denn? Die Gute Pute. Ich gucke gerade. Das wie Julian. Keine Ahnung. Das sah ja eigentlich nach Unholy aus, wa? Oder? Summon Spectral. Illusion, ja. Spectral Assassin. Summon a Spectral Assassin. The target's location performs a heavy melee attack, die 100% maybe. Ja, Alex, den Spell kennen wir. Den kennen wir. Weißt du woher? Ist der gut? Weißt du woher wir den kennen? Mein Freund war es kein Blut mehr. Ja, ja. Ich hab auch Spell durchgelesen. Ich hab auch kein Blut mehr. Gut, hier. Hi, damit du mir runtertickst. Ihr werdet sterben ohne Blut. Ich hab noch einen Liter. Ich hab noch einen Liter. Oh, da ist eine dicke Truhe. Hey, goll. Die Truhen sind gute. Brauchen wir zu naschen. Und zwar schnell. Mordred ist auf jeden Fall gleich gemordet, würde ich sagen. Hier gibt's überall Mobs. Also habt Vorsicht. Gibt's irgendwo ein Reh oder so? Eigentlich sollten wir wahrscheinlich einen Schuh machen. Ja, wir sollten hier Schuh machen. Die sind eklig und toxik. Knödler. Ich hab dir mal das Monto. So nicht, I guess. Lass uns die Mountain verbauen. Scheiß drauf. Habt ihr irgendwas, was man essen kann? Nein. Nee, ich hab schon gegessen, sonst wäre ich selber out of. Dann hol ich mir mal mein Pferd, I guess. Und bin ich auf einen Apfel. Na. So. Wir müssen alle was zu futtern holen und das nächste Mal was zu futtern mitnehmen. Ja, ein paar Herzen sind gut. Jo. Also hier laufen welche auf der Straße lang. Also wenn ihr die Lauch haut und ich kann die dann essen. Das machen wir. Wo sind die denn? Wie ihr auch einfach eure Pferde nicht mitgenommen habt. Nö, kein Bock. Ja, ich hatte Angst, ich gehe in die Wand reite. Oh, ich hab mir den. Und dann in der Sonne verbrennen. Oh, Sonne ist mal wieder am Start. Alex, kalt mal ein bisschen jetzt im Schatten hin. Ups, Alter. Ich will dir wieder helfen. Wir können dir gar nicht helfen, den Rest, sorry. Ja. Er hat meinen Schatten kaputt. Bald kann man den essen. Und wer ist mit dem gerade weg? Der Ridger hat den gegessen. Aber ich kann dir zweimal Tainted Heart droppen, wenn du willst. Ja, das wäre gut. Wäre pretty good, to be honest. Bitte. Habe ich gefunden. Aber lass mal actually hier nach zurückreisen, because ich habe nicht mehr so lange. Wobei 1931 eine Runde geht noch. Wir wollten ja mal die Burg noch sprengen, also. Ja, gut, also wenn wir Burg noch sprengen wollen, dann sollten wir zurückgehen. Haben wir genug Sulfur? Hier ist noch Sulfur.
So eine schöne Burgsprengung machen ist doch mal schön. Dann lass uns mal zurückreiten. Wenn wir die Burg. Was passiert denn, wenn wir die übernehmen, die Burg? Wenn ich mal fragen darf. Na, dann gehört das alles uns. Wollen wir einfach machen. Ich weiß nicht, ob das uns gehört oder ob man das halt abbaut. Ich weiß nicht, ob man das übertragen kann oder. Wollen wir das einfach testen? Ja, ich meine, Schlüssel sind nicht so teuer für uns, also. Ja, die Greater Blood Essenzen halt. Ne? Weiß nicht, haben wir ja, aber. Ich glaube, wir haben nicht genug Stonebricks, um das zu machen. Doch, wir haben. Also, ein Schlüssel kostet 240. Ja, oh, ja, müssen wir gucken. Ich glaube, dafür haben wir nicht genug. Aber eins mal weg. Ach so! Ach so, Ja, wenn wir sprengen. Ja, können wir trotzdem übernehmen. Keine Ahnung. I don't know. Oh, hier ist jemand reingegangen. Wollen wir mal ganken? Weil vorher standen hier Mobs. Das ist auf jeden Fall eine Truhe. Aber da sind Mobs, ne? Und die sind Totenköpfe. Okay. Wollen wir die resetten? Oder fighten? Es ist gerade Tag. Tag ist eklig. Ja, aber hier ist okay. Hier ist recht viel Schatten. Naja, also ihr seid da irgendwo mittendrin, ne? Und wir haben auch noch Mobs hinter uns. Aber ich hab keinen Jump. So. Spin to win, Junge. Double spin to win. Hä? Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, let's go! Das oder wollen wir nicht kommen? Ach so, nee, das ist Max noch am machen. Ich wollte nicht mit reinbringen gerade. Ne. Beziehungsweise die drei Leute. Ich dachte schon, Junge. Hä? Imagine, Alter. Es ist der Gegner, guys. Oh, ja, Gegner sind übel schlecht gekennzeichnet in dem Spiel. Ja, das ist also. Aber ist ja auch richtig so. Dass wir Pferde als Gegner gecallt haben. Tainted Heart. Ja. Sapphire also wollen Pendant. Weiter, wollen wir da jetzt weiter so einen Stress machen, oder? Nee, da war ja nee. Eigentlich... Da ist ja nichts. Aber ich hab ein Buch. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Sprengung vor. Das ist gut. Ab zur BIP. Ab zur BIP. Ein paar bessere Items zu forschen. Da liegt ein Pferd auf unserem Weg, ne? Ein was liegt da? Ein Pferd, also ihr könnt da ein Pferd mitnehmen, wenn ihr das wollt. Ja, aber das ist der Weg ja nicht. And that's true. Ich stell hier noch ein bisschen rein craften. Lol. Ach, mal Wölfe. Hol dir die Low ist, die droppen doch wieder was. Einfach mal Wölfe neben mir gespawnt, ey. Ich glaub es nicht. Könnt ihr, wisst ihr schon, wie man Bücher. Salvage? Ja, hier ist Jade the Vampire oder so, wollen wir die machen? Jo, die macht uns fertig wahrscheinlich. Nee. Meinst du? Die können wir nicht machen. Die also wir haben die letztens versucht, wenn die dich einmal trifft und die ist echt schwer zu dodgen, dann sieht das nicht gut für dich aus. Oh, okay. Also die Tour sind uns halt. Und die kriegt echt wenig Schaden, also wir müssten da schon halt clean spielen. Ich glaube. Also die ist auch ein Totenkopf noch für mich. Ja, ja, für mich auch gerade. Die ist schon stark. Ja. Nicht gut für uns. Die Jade heißt die Gute. Dann fahr mich mal ein bisschen Sulfur, oder? Das wäre gut, dann haben wir auf jeden Fall mal genug. Wir sollten wahrscheinlich ein bisschen mehr Sulfur einfach fahren. Ja, wir reiten ja an genug vorbei, I guess. Bei weitem sind echt die Feuerbogenschützen dran. Wir sollten mal ein paar Feuerbogenschützen charmen und mitnehmen. Oh ja, Beatrice, keine schlechte Idee. Beatrice Taylor. Wollen wir die kurz killen? Ich habe ihre Fähigkeiten von der die kannst du machen. Aber super weak. Das Problem ist, das ganze Dorf musst du halt dabei bekämpfen, ne? Sie ist halt gibt super die, weak. Aber sie ist weak. Gibt sie macht irgendwas? Nichts außer weglaufen. Ja, halt die klassischen Sachen. Ich glaube, diese Kleidungscraften macht ihr auch, oder? Jo, das hat mir sogar schon. Kleidungscraften.
Kleidung craften. Ich gehe ja mal Silber wegen. Ist ja eine Stationary, oder wie das heißt. Die ist ja immer da, wo die ist, wenn ihr wisst, genau, wo du bist. Ich sehe nur Silber. Ab in das Silber. Silver Sickness, Junge. So, ich hab Loot. Glaube ich. Heavy Silver. Alex, ich glaube, ich spiele den Spell wieder hier. Also ich kann den obviously, aber den hier spiele ich wieder. Ja, der ist auch wirklich gut. Ja, denke ich auch. Der ist wirklich, wirklich gut. Baumwolle schon gewachsen? Nee. So. Grinder. Grave Dust, perfekt. Ja, Bricks haben wir. Na, Bricks haben wir, keine Ahnung, ich glaube 300 noch oder so. Ja, das reicht dann nicht für die. Dann machen wir es einfach kaputt. Ja. Sweet. Wo habt ihr denn die Library? Die ist da oben. Tailoring Bench. Gem Cutting Table. Loom. Study. Research. Was kann ich damit machen? Mit dem schon haben wir schon dann einmal in die. Wo könnt, in Mancha. Wo könnt ihr die kaputt machen? Hier. Im Mancha, in der Mancha-Truhe. Die Devourer-Spur, Devour alles, Junge. Okay. So. Ich hab noch Müll im Inventar. Wo habt ihr denn die Mülltruhe? Haben keine Mülltruhe. Den Müll musst du doch als wegschmeißen. Die Steine packen wir wohl doch wieder den Grinder rein, I guess. Holz habe ich auch gut gefunden. Wir hatten da die Scrolls in den Grinder gesteckt. Den Grinder? Da sind die rausgekommen. Wo habt ihr Cotton Yarn? Außen. Beim Loom, wa? Geh durch. Das Übersicht ist hier eh nicht da, wir müssen mal irgendwie. Ja, können wir ja irgendwann ein bisschen übersichten. Wir müssten ja auch nochmal für die Defense unseres Schlosses sorgen und ein Ersatzschloss bauen. Mit und ein paar Slosen, I guess. So, wo baut ihr die Bomben? Oder craftet man die? Ich kümmere mich schon drum, die craften schon. Aber wo? Am Alchemietisch. Am Alchemietisch, meine Güte. Welch Zauberwerk. Ich warte halt nur, dass der Zwölfer. Ich warte nur halt gerade, dass der Zwölfer fertig wird, aber irgendwie verschwindet das die ganze Zeit. Warum ist da so viel Zeug in dem Alchemie-Table? Weil man den braucht, um Alchemie-Sachen herzustellen. Das hört sich verrückt an. Enchanted Brew. Increases ja, Spell Power. Oh. Alles schon seinen Sinn hier. Sinnig. Dazu einmal den Spell Power und den Physic Damage Enchanter, basically. Aber man braucht doch gar keine Blutrosen. Na doch, für Blood Rose Potion. Ach so, dann habt ihr die freigeschalten und ich noch nicht. Bitte. Ach so, jo, das kann sein, musst du mal hier lernen, einfach bei der Bib. Oder so, vom anderen Kram. Technology not discovered yet. Ah, wahrscheinlich. Ach so, ja, ich kann ja mal die ganzen Sachen lernen, die hier drin stehen. Ja, gut. Wäre schon besser. Das hilft dir weiter im Leben. Durchaus. Aber Spells kann ich vermutlich nicht von euch lernen, wa? Ihr seid einfach zu schlechte Lehrer. Glaube ich nicht. Hättet da mal Lehramt studiert oder so. Hab ich ja. Ach Gott. Research Desk. Consumables. Türen, Fenster, Stühle, alles was man braucht. The Ember Chain.
einen Haufen random Stuff auf jeden Fall. Kann der, aber 5 haben wir schon, oder? Was 5? Explosives. Ich hab 4 im Moment. Eine im Container. Wollen wir einmal 5 nehmen und losziehen oder wollen wir alles abbauen? Nee, wir machen alle fertig, würde ich sagen. Wir können es ja mal probieren, ob es klappt. Wir können nur an so einer Zweiertür vorbei, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, wir aber können, Palisaden? Wir können nicht einfach losgehen, da jetzt einfach mal ein bisschen was rumzusprengen, wenn du willst. Kein Problem. Wir müssten ja einmal gucken, vielleicht ist der Aufgang unten besser, dann gibt es nur eine Tür, die wir kaputt machen müssen, aber ich glaube nicht. Nee, es gibt überall 2. Es gibt überall 2. Dann können wir mal probieren, ob es klappt in den ersten 5. Also soll ich ins Ziel jetzt reinspringen? Ja. Am besten hier in der Ecke, falls es möglich ist, weil da bräuchten. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Jo. Tatsächlich, wenn du das hier vorne springst, sollte das rechte auch aufgehen. Also wenn kann wir das Glück haben, dann. Na, halt, Hauptsache. Ihr müsst da mal weggehen. Hauptsache, dass. Wir gehen schon weg, wenn es halt läuft. Hauptsache, ja, ihr könnt halt nicht platzieren, wenn ihr da steht. Also. Ach so, okay. Braucht man jetzt noch einen extra Zünder? Nee, braucht man nicht. Das rechte geht auch kaputt. LOL. Also vielleicht brauchen wir nur 5 und dann kann man damit ein Pferd rein. Also Alex, ich kann die halt nicht platzieren, wenn du da stehst. Achso, du hast nur eine benutzt, man kann immer nur eine gleichzeitig benutzen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann man alle gleichzeitig benutzen. Aber ich kann die nicht aufeinander bauen. Ah, okay, dann mach einfach nacheinander. Ich würde die schon aus Sicherheitsgründen an die gleiche Stelle stehen. Weil wir halt nicht wissen, wie es funktioniert, deswegen. Also es macht AOE Damage, aber. Irgendwo ein Pferd hier. Ah ja, genau, danach können wir ja rein. Wenn das richtig kaputt ist, kannst du einfach mit dem Pferd da rechts reinspringen. Ja, ich hol mal den Schlüssel und ein Pferd, falls wir ein Pferd haben. Dann brauchen wir nicht so viele Explosives für das eine hier verballern. Oh, es wird klappt. Reingehen. Also. Ah ja. Dort geklappt. Hat also, geklappt? Jo, wir sind an beiden vorbei, die haben nicht so smart gebaut. Nice! Meine Bretter. Also ich habe auf jeden Fall den Schlüssel schon mal geholt. Castle ist under attack. 45 Sekunden. Take all. Oh, nice. So, irgendwo liegen die ja bestimmt hier dann drin AFK rum, oder nicht? Jo, true. Ja, ja. In ihren Särgen. Sogar vier die Leute. Die haben sogar ein paar Sachen dabei, also. Ist doch voll nett, dass die sich nehmen. Ich weiß auch nicht. Da steht Castle under attack und da ist irgendwie so ein. Ja, Timer. Das klingt, aber das geht in 20 Sekunden weg. Ah, die haben Cotton Seeds. Die haben Cotton Seeds. How nice of them. Wir haben eh ein paar Sachen, die wir ganz gut sind. I guess, das lohnt sich richtig hier. Actually sind die gar nicht in ihren Koffern so. Nehmt auch alle Blood Essences mit, die ihr findet. Juhu. Aber man braucht hier ein Bone Castle, weil es ein Level 1 Herz ist, actually. Ah, okay, dann bau den. Blood Chris. Nehmen wir mal mit, alles hier. Und die lagen nicht in ihren Särgen? Ich hab noch keinen gefunden. Ich hab die Säge gerade kaputt gemacht, da ist keiner. Oh, mega viel Iron, danke dir, Digga. Ich hab noch viele Knochen, die nehmen wir auch mit. Boah, die haben Iron? Junge. Aber sie können es nicht melden. Achso. Ja. Knochen sind gut. Doch irgendwas Gutes hier? Blutfresser. Können wir die Gebäude kaputt machen? Ja, können wir. Noch war das kaputt auch. Wollt ihr warten, bis ich das Zerstören-Dings gemacht habe? Weil vielleicht könnt ihr mir dann. Achso, ja. Könnt ihr dann mehr looten oder so? Ich weiß dann nicht. Warten wir einfach mal von mir aus. Okay. Einfach mal gucken, was passiert dann. So. Die Kisten haben wir schon. Haben wir alle durch. Alle. Haben wir alle gecheckt? Ja, Bone Castle Key. Achso, der kostet. Fische würde ich noch mitnehmen. Oh Gott. Habt ihr die Low-Level-Ressourcen oder habt ihr die alle verballert? Welche? Welche? Alle. Warte mal. Welche? Welche? Bone. Animal. Guck mal, ein Grinder. Also, ich hab Bone, wenn du was willst. Nee, ich hab halt genug Bones, ich brauch Steine, davon haben wir genug. Animal Hide haben wir genug. Blood Essence haben wir genug. Ja, ja. Planken brauche ich noch 3, hab ich auch. Also, ehrlich zu sein, finde ich das ein bisschen kacke, dass man so einfach raiden kann. Naja, unseres ist schwerer zu raiden. Im Late Game, also. Da kann man sich in eine Fledermaus verwandeln, dann kannst du einfach hier reinfliegen. Aber bei uns halt auch nicht, also. Ja, da nicht, aber so alle Early Game Leute kannst du einfach. Oh.
Also wenn du nicht in dem ersten Tag, wo du spielst, in den ersten paar Stunden einen Steinball hast. Oh. Was brauche ich denn da? Element. Hoppala. Element gibt's hier auf jeden Fall. Ach, die Chest kann man gar nicht öffnen. Die Vampire Lockbox. Vielleicht nachdem das Castle zerstört ist. So. Können doch einfach das Ding verprügeln, oder? Nee, das geht nicht, okay. Ich kann es kaputt machen, aber ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Hoppala. Aber wo sind die denn? Das ist, was ich mich frage. Na, vielleicht sind die gerade unterwegs und dann kommen sie wieder und dann ist das hier los. Das Zweitcastle. Oder Zweitcastle. Sollten wir uns vielleicht noch irgendwie noch eine Tour, noch ein Tor vor Lootraum oder so ziehen? Ja, wir können auch hier unsere Dings bauen. Hier können wir das Gute finden, ne? Dann machen wir mehrere. Wir haben ja eh welche, die wir setzen können. Wir können ja immer noch ein Ziel setzen, wenn wir uns hier mal richtig was verbarrikadiert haben, basically. Du meinst, wir wollen hier auf dem Ding hier bauen? Ja, ja, dann mehrere Barrikaden auch errichten einfach. Bisschen. Das ist halt einfach richtig viele Ressourcen kostet und die gar keine Lust haben. Nee. Können wir uns mal anmachen. Also wir haben gerade 6, 7 gebraucht, um hier reinzuspringen. In Holz. Ja, ja. Also ich musste alle benutzen. Also wir haben echt gute Sachen auch bekommen. Wool Threads und keine Ahnung, irgendwie locker 15 mal Grave Dust und so. Ja, das ist pretty nice. Ich geh mal kurz. Iron haben wir auch eine Menge bekommen, das kann ich mal einkotten. Jo, ich wollte aber auch gerade dabei Iron wegbekommen. Und Paper und Seeds sind generell immer. Aber ich mag eigentlich solche raidbaren Games eigentlich nicht so, um ehrlich zu sein. Fühlt sich nicht gut an. Ja. Naja. Irgendwelche Sachen kriegt man doch nur. Oh. Also ich sag mal, so ein Raid Giant. Kommt jetzt ist alles weg. Container. Aber man kann jetzt die Container looten, die haben eine Fishing Pole. Joa, die kannst du dann mitnehmen, alles. Container. Jetzt, die haben irgendwie 100 Planks noch gehabt. Jetzt kann man hier mehr looten, kann das sein? Das sind einfach die Sachen, die wir nicht mitgenommen haben, I guess. Oh. Possible. Ja, und die eine Truhe, die protected war, oder nicht? Jo, die protected Truhe konnten wir jetzt nicht. That's true. Sollten uns auch mal eine protected Truhe bauen. Haben wir. Ne, die bringt ja nichts. Also wenn die Leute hier reinkommen, ist halt eh erledigt. Also. Ja. Die tut ja nichts bringen, Tim. So viel Garbage und eine Fischerroute. Use it to catch fish. Habt ihr schon mal gefischt? Nee. Ich auch nicht. Noch nie Bock drauf gehabt. Ich auch nicht. Wollt ihr schon irgendwas mit Plant Fiber anfangen? Also von wegen verarbeiten? Jo, irgendwas geht da. Ah, hier ist gerade auch nicht auf dem Schirm. Das ist so eine toxic Scheiße, ey. Wir müssen uns auf jeden Fall diese ganzen kleinen Truhen, die müssen wir alle loswerden und überall große Truhen hinbauen. Und das dann crazy in Abteile. Haben wir eine Reihe mehr, ne? Und das dann crazy in Abteile ordnen.
Da kommen pure Ressourcen hin, da kommen Level 1 Ressourcen hin, da kommen Level 2 Ressourcen. Kann man irgendwie ein Schild auf den Boden setzen? Dann würde ich ganz gerne ein Schild auf den Boden haben. Wie ein Schild auf dem Boden? Ja, einfach so ein Schild dahinstellen und dann sagen so, ihr Wichser. Ach so. Aber auf jeden Fall kann ich die Angelroute equippen. Guck mich an, Junge, ich bin strong. Das freut mich. So. Du wirkst auch ziemlich strong auf mich, also. Ja, denke ich halt auch. Auf jeden Fall lege ich mich. Aber haben wir die jetzt. Haben wir das jetzt kaputt gemacht, oder? Ja, also ja, da ist jetzt gar nichts mehr. Nein. Aber auf jeden Fall gehe ich mal nach Hause, ne? Ich wünsche euch noch ein gutes Schlafen gehen. Okay. Danke, danke. Gute Nacht.